Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Magic Circle. Wir sind immer noch hier in diesem Raum, wo wir jetzt was mit Lava machen müssen. Kreatur löschen. Was müssen wir denn da tun? Okay. Okay, die verbrennen sofort. Das habe ich schon verstanden. Ich denke doch mal wieder, dass wir den Stein hier brauchen, oder? Oh. Was haben wir denn da hinten? Wir müssen ja irgendwie darüber. Ah, Mann. Okay. Dürften aber ja wieder genau dort auskommen. Ja, es ist die Frage, wie das genau gehen soll. Ach so, na gut. Da haben wir noch Berater. Okay, wir sind tot. Ja, aber das hätte funktioniert. Wir können uns eventuell den Berater holen. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir springen hier mal runter. So, dem nehmen wir jetzt alles. So, pass auf. Wo ist denn mein Brater? Da. Du kriegst jetzt die Spezialfähigkeit Feuerfest. Angriff, Flammenstoß und deine Feinde sind Brater. Und jetzt kommst du mal mit, mein Freund. So, mein Bräterchen. Dann mach mal. Na, verdammt. Ja, das funktioniert so natürlich nicht, weil er feuerfest ist und die anderen ja auch. Aha. Okay, das funktioniert so nicht, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid, aber das hier bringt dir nichts und ja, der Flammenstoß, klar, der bringt was, aber die Feuerfestigkeit, die geben wir wem anders. So.
Komm mal her, mein Freund. Du bist ein Heuler. Du hast Nahkampf, genau. Du kriegst Feuerfeste. Deine Feinde sind jetzt nicht mehr der Zauberer, sondern der Brater. Ja. Und du kriegst Angriff dazu. So, jetzt sollte es eigentlich aber funktionieren. So, mein Freund. Hallo? Dann mach mal. Perfekt. Er hat sie weggemacht. Da hatten wir schon alles rausgenommen. Da nehmen wir jetzt alles raus. Da nehmen wir jetzt alles raus. So, du magst aber jetzt dann meine feine Heuler. Keine? Ah, du warst das mit den Bratern. Ja, gut. Du kannst jetzt aber auf jeden Fall auch die Feuerfestigkeit haben. Das ist okay. Da hinten sind auch nochmal Brater. Was bringt uns ja eigentlich nichts, wenn wir jetzt da hochgehen. Ne? Da hinten ist ein Wachposten. Ah, okay. Wenn es fliegt, kannst du es nicht anfangen. Also erst vergeistern, dann bearbeiten. Mhm. Aber das bringt uns ja jetzt erstmal hier auch nicht so viel weiter. Weil auf uns selbst können wir ja auch keine Feuerfestigkeit legen. Ah, Moment. Moment, wir können aber Feuerfestigkeit auf die Geister dort legen, oder? Das werden wir jetzt mal probieren. Wir sind eh noch voll. Gucken, ob das klappt. Spezialfähigkeit Feuerfest. Dann müsste ich meinem Bräterchen hier nochmal das abnehmen. Ach, der fällt direkt runter. Boah, wie soll ich denn da rüberkommen? Ich muss garantiert da drauf springen, aber der Geist. Wir haben nichts, was da drauf springen kann in der Form. Das ist mein Problem. Ich will diesen Schlüssel haben, aber ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Ich glaube, verkackt. Können wir das nochmal löschen? Bringt das was? Aber nicht mit dem, den wir jetzt dort haben. Boah. Ja, da bin ich jetzt gerade ein wenig ratlos. Ich muss auch sagen, wo so warm ist, das ist nicht gerade förderlich dafür. Was? Ist denn jetzt da was aufgegangen? Hallo? Vielleicht soll die erstmal alle meine Verbündeten wiederherstellen. Ja, hallo? Ja, ich weiß, dass ich den Schlüssel da auf jeden Fall krieg, aber ja, da weiß ich gerade nicht so ganz weiter, bevor wir uns da jetzt festlaufen. Da hätten wir übrigens auch Feuerfeste uns holen können.
Weiß nicht, ging es da drin noch weiter? Dann gucken wir uns erstmal hier weiter um. Ich glaube, da gab es noch einen Aufzug, oder? Ja, genau. Dann gucken wir mal, was es denn hier noch gibt. In der Hoffnung, dass uns das vielleicht ein bisschen weiterbringt. Einmal wieder alle Leute ranholen. Und dann gucken wir uns hier nochmal um. Okay, das sieht fast so aus, als wären wir wieder an dem Ursprungspunkt, ne? Ja. Das ist das Emergency Evacuation System oder wie auch immer. Ne, hier waren wir noch nicht. Verdammtes Shuttle entdeckt, okay. Airclast. Tut mir leid, Mace. Ich weiß, dass du wochenlang daran gearbeitet hast, diese Szene ins Spiel zu bringen, dann aber den Überblick verloren hast. Ich glaube, der Spieler sollte von sich aus einen Shuttle reinbringen und dann feststellen, dass das letzte lebende Würmchen darin steckt, um herauszufinden, dass sich der Typ ganz heldenhaft selbst rausgeschmissen hat, als er infiziert wurde. Cool. Aber logisches Verhalten ist nicht immer automatisch gut. Wenn man eine echte Ökologie aufbaut, stößt man schnell auf seriale Probleme bei Angebot und Nachfrage. Speicher ist eh schon Mangelware, wir können keine Kreaturen einbauen, die auch noch brüten. Tut mir leid, aber das Rätsel musste einfach raus. Mace Evelyn. Wohl nur, solange wir uns darüber einig sind, dass es cool war. Aber wo du schon von Speicher sprichst, ich hatte aus Versehen den Luftschleusen-Button hier drin verdoppelt, das Duplikat dann wieder gelöscht, aber der taucht immer noch in meiner Zonenobjektliste auf. Wenn ich versuche, den zusätzlichen Button zum Bearbeiten wiederherzustellen, zeigt mir der Editor einen Speicherfehler. Das heißt, wir haben nicht genug Speicher, um den wieder zurückzuholen, richtig? Also können wir den einfach drin lassen? Der macht genau dasselbe wie der andere. Der Spieler sollte ihn aber nicht entdecken können, wenn ich das richtig sehe. Okay. Okay. Lukenwurm wurde entdeckt. Ach so, ich sterb dann automatisch, oder was? Das Problem ist, ich kann ja nichts tun, oder? Moment mal. Ach so, das war doof. Ich wollte eigentlich speichern, um dann mal zu gucken, ob wir da was tun können. Also pass auf, wir speichern einmal. Dann springe ich mal heldenhaft dort hinunter. Ach so. Parasit. Ah. Ja, das kann ja vom Rest her so bleiben. Die Leiche brauche ich dann eigentlich nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier runterspringe? Dann lande ich wieder oben. Und dann... Scheiße, kriege ich den Airlock nicht mehr zu, ne? Ah doch, alles klar. Dann kann ich das wieder machen. Dann kann ich erstmal unsere Verbündeten wiederherstellen. Und... Da haben wir den Lukenwurm. Der sich nicht bewegen kann. Ah, der bewegt sich nicht. Boden natürlich. Und zack. Haben wir Herr Lukenwurm. Dann machen wir wieder mal voll. Naja, dann kommt mal alle. Aber trotzdem weiß ich nicht so recht. War ich hier richtig? Nein. Das war doch der andere Aufzug.
Ja, ich würde sagen, wir gehen noch zurück auf jeden Fall an den Punkt, wo wir stehen geblieben waren. Mit dem Schlüsselrätsel. Aber ich glaube, dann werde ich, weil mir jetzt gerade echt hier langsam zu warm wird, den Rechner erstmal ausschalten, beziehungsweise mich selbst vom Rechner wegbewegen, damit ich rendern kann. Okay, wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir aber auch noch nicht. Oh, this question again. Can't we do another fan mail? Okay, okay. Okay. You people honestly want to know why I set this story in space? After 2 years of trying for a child with my now ex-wife, it turned out I was in fact sterile. Yeah, untreatable. And space is, in a word, universal. I could write about my empty nest, but in that same abyss, you'd see whatever you're afraid of. The sequel was my O2-low, untethered spacewalk into nothing's orbit. Okay, die Lehre. Coda, I'm alone in a conference room. I scheduled a meeting with myself in search of quiet. What is it? Mr. Byron Rafe called? You're a loan officer? Yes. He says you've taken out some, quote, Faustian personal loans to make payroll. And unless this project hits big, which it will, you end up slightly homeless. So please stop offering me a salary. Coda, I find the right people. I lock them in a room. The only word for what emerges is a miracle. Or we kill each other. Either way, problem solved. Okay. Läuft also nicht gut. Aber gut, das wussten wir ja vorher schon. Hier sind wir hier wieder. Waren wir hier schon mal? Ja doch, da hinten ist die Brücke. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir denn da hin müssen. Himmelsratte aus. Okay, das ist es definitiv nicht. Wir waren weiter oben. Das ist es auch nicht. OMG. Wo waren wir denn da eben? Gucken wir nochmal, ob wir jetzt hier irgendeinen Weg finden. Oder ob wir uns jetzt komplett verlaufen haben. Beides würde ich mir zutrauen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay, da sind wir wieder, alles klar. Also haben wir es dann doch am Ende noch geschafft, dass wir wieder hier bei diesem Pilzzauberer sind. Auch wenn wir immer noch keinen Weg haben, dass wir da rüberkommen, um an den Schlüssel zu gelangen, um den freizulassen. Ich weiß auch immer noch nicht, ob es eine gute Idee ist, ihn freizulassen. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht sogar jetzt da ziemlich was schlecht gemacht haben. Nee, das funktioniert ja nicht. Die können ja nicht fliegen, ne? Ich mich hier drauf stelle.
Nee. Das funktioniert nicht. Ja gut, dann müssen wir beim nächsten Mal mal schauen. Ich werde mich vielleicht offscreen mal umgucken, ob ich da einen Weg finde. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder natürlich bei The Magic Circle. Bis dahin, tschüss!